Ich habe schon gedacht, kann man jetzt vorstellen, wie es zu Ende geht. Gut, also ich wurde jetzt ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja jetzt alle Kräfte gegen mich hätte. Subjunktiv, Klima, Ersterschöpfung und was nicht alles. Ich hätte es euch jetzt gar nicht so angesehen. Aber wenn man tiefer blickt, ist es das wahrscheinlich. Aber muss ja auch nicht immer sein, könnte ja auch heute mal ausfallen, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte natürlich alles Mögliche machen, um euch lebendig zu halten. Also in der Hypnotherapie macht man das ja so, dass jemand nicht zu tief weggeht, man gibt ihm den Bleistift in die Hand. Und wenn er so tief in Trance fällt, geht, dass der Bleistift runterfällt, dann wacht er auf und nimmt ihn wieder. Aber das täte komisch aussehen. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt schnorkellos einfach erstmal weiter. Und wenn ihr merkt, es geht euch die Puste aus, ihr braucht mal zwischenrein Luft oder noch einen Witz oder sonst was, dann hisst einfach die weiße Flagge. Können wir uns so vereinbaren? Ich wurde ja daran erinnert, dass ich im letzten Seminar ja die Geschichte, und das wäre sehr tröstlich gewesen an dieser Stelle, vielleicht sollte ich das wiederholen, die Geschichte von Milton Erickson erzählt habe. Als ich bei Milton Erickson zu diesem einwöchigen Seminar war, am Montag, es war ein heißer Tag, Phoenix, Arizona, ganz reiche Angelegenheit, wenn es heiß ist, kann sein, dass immer was sehr Gutes passiert. Ich war sehr begierig, hatte meinen Job aufgegeben, um dahin zu gehen, weil ich kriegte keinen unbezahlten Urlaub. Da habe ich gesagt, gut, dann kündige ich. Also meinem Bildungsdrang wollte ich nichts in den Weg stehen lassen. Kann man nicht empfehlen, aber es war einfach völlig klar. Als mir sagte, nein, Sie kriegen keinen unbezahlten Urlaub, dann habe ich nur gesagt, gut, dann kündige ich. War die beste Entscheidung, seither bin ich Freiberufler, war die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich war bei Ericsson, hatte also viel investiert, um diesen berühmten, nuschelnden Menschen im Rollstuhl zu erleben. Und dann saß ich da, es war ein Raum vielleicht 15 Menschen und er wurde im Rollstuhl reingefahren, er war ja schon sehr krank und Fernsehkameras wie hier jetzt auch, weil diese Woche aufgenommen wurde, wer das Buch lesen möchte, Meine Stimme begleitet dich überall hin, heißt der Titel. Ich bin da drin der Siegfried. Und dann hörte ich also, he sat in his wheelchair and gave some ideas about hypnotherapy and then he demonstrated. Und eine Zeit lang habe ich da dieses irgendwie identifizieren können und nach einer Weile kollabierte aber mein Auflösungsvermögen und ich hörte nur noch. Und dann saß ich so da. Und ich saß vor den Fernsehtechnikern und die dachten, ich habe was mit den Ohren und haben mir dann gnädigerweise ein Mithör-Headset gegeben. Dann konnte ich mich entspannt zurücklehnen und hörte jetzt klar und deutlich. Ich konnte es nicht mehr auflösen. Ich habe dann, was ich jetzt heute damit schon zum zweiten Mal empfehle, aufgegeben. Und am nächsten Tag war ich frisch und habe wieder alles gut verstanden. Ich hatte aber Ericsson ein Clipmikrofon angehängt, wie viele, das sah ein bisschen aus wie ein Christbaum. Und habe diese Aufnahmen auch heute noch. Haben Sie eigentlich auf die Website? Mit den Rechten ist es, glaube ich, schwierig. Aber wer das sich mal anhören möchte, Erickson, bei uns gibt es die Aufnahmen. Und dann habe ich also ein halbes Jahr später, dachte ich, jetzt will ich aber doch auch noch wissen, was er am Montag gesagt hat. Wir hatten noch keine Kinder, ich konnte mitten an einem Werktag mich in die Sonne legen, Lautsprecher links und rechts, Montag rein. Erickson erzählt, kenne ich alles. Habe ich sogar schon umgesetzt. Da dachte ich, muss ich die falschen Tage erwischt haben, zurück. Nein, es war wirklich der Montag. Ich wusste alles. Seither kratze ich mich am Kopf und frage mich, wer hat eigentlich verstanden und wer hat eigentlich alles verstanden und sogar umgesetzt. Es ist da irgendwie. Also wenn ihr jetzt es euch irgendwie so mäßig vorkommt, dann tröstet euch, das wurde mir versichert. Ihr könnt es ausprobieren. Ja, damit sind wir eigentlich ja bei der Frage, wer hat das eine und andere verstanden, ein bisschen schon wieder im Thema drin, nämlich das Thema
ausführende Macht. Damit geht es weiter in den Fragen, die die Transaktionsanalytiker zur Persönlichkeit beschäftigt haben. Erikson hat es so, Byrne hat es so eine Energiebesetzungstheorie, also die Ich-Zustände werden mit Energie besetzt, damit sie in Aktion treten. Und von daher taucht auch die Frage auf, wie kommt die Energie in die Ich-Zustände? Und passiert das einfach, wie das Wetter? Oder kann das willentlich gesteuert werden? Schön wäre natürlich, wenn wir in der Lage wären, zumindest unkontrollierte Verschiebungen der Energie in Ich-Zustände, die im Moment nicht gerade sehr passend sind, zu vermeiden. Also zur Frage der Persönlichkeitssteuerung gehört eben dann auch die Frage der Energiebesetzung mit Ich-Zuständen. Einmal bei mir selbst und in der Beziehung auch die Frage, wie kann ich jemandem anderen helfen, Ich-Zustände richtig zu besetzen. Da kommen wir dann später vielleicht bei den Beziehungen noch ausführlich dazu. Also was kann ich dafür tun, um die Rolle oder den Ich-Zustand, den ich als Gegenüber in dem Kontext auch brauche, angemessen anzuklicken, dass der auch hochpoppt, wenn derjenige von sich aus nicht motiviert oder in der Lage ist, sich die richtigen Energien zu mobilisieren. Eigentlich eine sehr wichtige praktische Frage. Und von daher ist natürlich das Ziel, dass ich also erstens ein bisschen was darüber weiß, welche Auslöser bei mir welche Ich-Zustände aktivieren. Also wenn ein Lehrer, egal wie nett er ist, so macht und in mir entsteht ein Würgereflex, dann wird unwillkürlich ein State of Mind in mir aktiviert durch einen Auslöser, sehr isoliert. Und wenn ich den dann nicht unter Kontrolle kriege, habe ich natürlich ein paar Probleme in meiner Vita nachher. Mehrfach versuchten Meuchelns von Lehrern oder Vorgesetzten oder Ähnlichem. Also geht es darum, dass ich identifiziere, was bei mir, welche Art von Ich-Zustandsbesetzung auslöst und dass ich auch Formen finde in mir, die Ich-Zustände auszulösen und zu aktivieren, die ich auch brauche. Also willkürliche Energiebesetzung. Und die ausführende Macht, also der Ich-Zustand, der die Regie über die anderen, die mitlaufen hat, ist der, bei dem willkürliche und unwillkürliche Energiebesetzung am stärksten sind. Und im Normalfall sollte das Erwachsene-Ich sein, also die Teil der Persönlichkeit, der einfach auch am reifsten ist, kann aber durchaus auch mal in den Hintergrund treten, wenn die Situation in Ordnung ist und sei es im Spiel, in der Liebe oder sonst wo, können ja dann auch ganz andere Kräfte aktiv werden, wenn für sie ein angemessener Rahmen geschaffen ist. Es sollte aber nach dieser Vorstellung des Erwachsenen ich nie so ausgeschaltet sein, dass es nicht im Notfall auch wieder anspringt und die Regie übernehmen kann. Also solche Vorstellungen von Funktionieren und seelischer Gesundheit hat man da. Wir machen das jetzt nicht. Ich will nur auch schon wieder die Linie legen. Man kann sich gut vorstellen, wie man solche Überlegungen mit Einnehmen angemessener Haltung zum Beispiel im Beruf transferieren kann und was man tun kann, dass man sich gegenseitig hilft, dass die richtigen Teile der Persönlichkeiten, die richtigen Verständnisse von Situation und von Rolle, dass die auch wirklich die Kraft haben, die Situation zu gestalten, dass die auch das Fluidum verbreiten können. Es ist ja nicht nur eine Frage, sind die wach und formal vorne dran, sondern noch besser ist, wenn die seelisch besetzt sind, weil sie dann ihre Magie und ihr Kraftfeld verbreiten und andere sich in dieses Kraftfeld einklinken können. Von daher kann man daraus Übungen ableiten, was mache ich, ohne mir daraus ein Programm gemacht zu haben, um mich beruflich fit zu machen. Ich habe schon mehrfach versucht, wissenschaftliche Arbeiten zu aktivieren zum Thema, wie booten sich Professionelle. Ja, alle kennt das, wenn ihr aus einem ganz anderen Rahmen kommt, müssen Seminare einen Vortrag machen. Da hat jeder seine Rituale, sich hoch zu booten. Soweit ich weiß, gibt es darüber keine wissenschaftliche Arbeit, obwohl das nun wirklich ein Psychothema ist, das unheimlich viele Menschen betrifft. Wie booten sie sich nachher wieder runter? Welche Stile gibt es da? Welche bewährten Hilfestellungen gibt es da? Da findet jeder irgendwie seinen Weg, aber leider ist das nicht Gegenstand
eigentlich einer differenzierten professionellen Auseinandersetzung. Und solche Überlegungen können da mit eine Rolle spielen. Ich habe keinen Lehrstuhl gefunden. Ich hätte Diplomanten gefunden, die das hätten machen wollen, aber keinen Lehrstuhl, der es betreut hätte, weil die immer sagen, das muss man im Lichte der bisher bekannten Theorien beschreiben. Und die geben nichts her dafür. Und daran ist es regelmäßig gestorben, dieses Vorhaben. Das hat auch ein bisschen einen Bezug, dass man nicht immer nur die Artistik der Selbststeuerung bemüht, und das machen viele Leute spontan, dass sie sich auch Umgebungen und Rituale schaffen, die sozusagen, wo sie sich indirekt booten. Also sie machen sich ein Lagerfeuer, weil sie beim Lagerfeuer am besten abschalten, oder Sex, oder sie trinken ganz viel Kaffee. Wobei interessanter ist, dass ich ja schon boote, wenn ich den Kaffee nur rieche. Also es ist ja gar nicht unbedingt das Koffein, das das leistet. Es sind komplexe Arten, wie ich eigentlich indirekt und direkt mitsteuern kann, wer bei mir in welchen Kontexten eigentlich die Regie hat über die Selbststeuerung. Eine wichtige Frage. Dann eine andere Frage. Wir beschäftigen uns ja viel mit Identität. Wo steckt eigentlich das Ich-Gefühl? Also wann bin ich, habe ich das Gefühl, das bin ich, was ich gerade auch tue? Also es gibt ja den Witz, ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, der Neurotiker. Nee, weiß ich nicht. Irgendwie der eine hat, denkt, er hat, der andere wohnt drin und der dritte kassiert die Miete. Der Unterschied zwischen Neurotiker, Psychotiker und Psychotiker. Erzähl mal. Moment, warte mal, bis die. Also, der gewünschte Witz. Bitte. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Neurotiker, Psychotiker und Psychiater? Der Neurotiker baut Luftschlösser, der Psychotiker wohnt drin und der Psychiater kassiert die Miete. Okay. Also, das trifft es. Näherungsweise, was ich beschreiben will mit dem Ich-Gefühl. Also manchmal ist es ja, ihr kennt es ja auch so, manchmal denkt ihr einfach, die Welt, die stinkt mir, da seid ihr voll identifiziert mit einem State of Mind, das die Schnauze voll hat und auch gar nichts anderes möchte. Ihr seid ganz, dieser Ich-Zustand ist ganz Ich-Synton. Also ihr sagt, das bin ich jetzt auch und so fühle ich das auch und das ist auch in Ordnung. Es kann aber sein, dass ihr eigentlich euer Ich-Gefühl beitragen wollen, funktionieren wollen, fit sein wollen habt. Ihr merkt aber trotzdem, dass in euch diese Strebung ist, alles zu viel zu finden und ganz schrecklich. Dann erlebt ihr denselben State of Mind als Ich-Dyston, als nicht, als dem Ich, in dem eure gegenwärtige Identität, das bin ich, angesiedelt ist, fremd. Und das ist dann, kann manchmal oft auch eine interessante Frage sein, wenn ich Zustände erlebe, die ich eigentlich nicht als mir zugehörig erlebe, was für ein Fall liegt mir vor und was kann ich dann tun? Es kann dann sein, dass ich versuche, einfach mein Ich-Gefühl wo anzusiedeln, was einfach auch nicht gut passt. Dann müsste ich vielleicht mit meinem Ich-Gefühl umziehen. Oder es kann sein, dass ich sozusagen die Seelenzustände in mir, dass ich die nicht integrieren kann und dass ich die nicht versammeln kann in die Seite, wo ich auch wirklich sein möchte, sondern dass da immer eine Spannung bleibt, die eben auch meine Kräfte zerstreut, die mir schwer macht, klare Kraftfelder aufzubauen. Und das hat eben immer auch was mit einer professionellen Wirksamkeit zu tun, weil ich davon ausgehe, dass wir in komplexen Wirklichkeiten ja nicht nur durch die Oberfläche, die wir gestalten, wirken, sondern immer auch durch das, was man halt jetzt mal metaphorisch Kraftfeld nennen, durch seelische Strömungen, die klar sind, die bei anderen ankommen und die in etwas bewegen, wo sich auch ihre Seele drin versammeln, dass es davon abhängt, ob das gelingt. Dass Kultur macht eigentlich über Komplexität steuerbar, nicht die formale Oberfläche der Kultur. Und deswegen kann sowas eine Rolle spielen, wie kann ich mit den Kräften, die sich nicht klar einordnen und versammeln, wie kann ich mit denen auch in der Organisation umgehen. Das wären
Also daraus weiterführende Fragestellungen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das Konzept damals entwickelt wurde, möglicherweise eben mit der Frage, wie identifiziert ist jemand mit seiner Gestörtheit? Ja? Und wenn jemand völlig mit seiner gestörten Seite identifiziert ist, sprach man dann immer von Charakterstörungen. Das heißt, der hat das, was andere als neurotische Entgleisung empfinden würde, zu seinem Selbstverständnis gemacht. Das ist dann nicht ganz einfach, da therapeutisch was zu machen. Damit wären wir und bei dem, was in der Transaktionsanalyse Ich-Zustandspathologie heißt. Also, euch ist wahrscheinlich klar, dass ich jetzt nicht kein großer Fan bin, möglichst viel Gestörtheiten zu beschreiben. Aber in der Psychotherapie ist ja das übliche Verfahren, dass man erst eine Gestörtheit feststellt, um dann festzustellen, dass man, um sie zu beheben, ein Rezept hat. Daraus entstehen dann Berufe. Und diese Pathologien, die haben ein paar sinnvolle und gute Fragestellungen, die ich auch nicht abtun möchte. Pathologie richtig verstanden, finde ich auch in Ordnung. Ich finde, man muss die Welt nicht immer schön und gesund reden. Manches ist auch einfach daneben. Und dann ist auch gut, wenn man eine Sprache dafür hat. Es ist nur wichtig, dass man merkt, dass man jetzt die Welt auch als gestört beschreibt und dass das natürlich auch seine Wirklichkeit entfaltet. Also dass man da ein Stück im zweiten oder gar dritten Schwan bleibt. Schon angesprochen ist das, was wir vorher hatten. Ihr erinnert euch vielleicht an die beiden überlappenden Kreise. Das war der Jurist und der kleine Junge. Der Anfang von dem, was, ich glaube, es von Byrne Trübung genannt hat, also Contamination. Und er hat es damals definiert als einen standardisierten Einschluss eines Teils eines Ich-Zustands in einem anderen Ich-Zustand. Also wichtig ist, dass zu dem Verständnis von Trübung gehört nicht, dass jemand mal aus der Rolle fällt für einen Moment und was anderes reinfunkt, sondern dass in die Organisationsweise einer bestimmten Art chronisch sich was anderes einmischt. Also wenn es zum Beispiel um Geschäftsverhandlungen geht und sobald es zwei Männer sind, für den einen Mann chronisch ein Gladiatorenkampf stattfindet, der etwas damit zu tun hat, dass sein Vater und dessen Bruder ewig Gladiatorenkämpfe veranstaltet hatten und dass das Modell ist, wenn zwei Starke was miteinander auszuhandeln haben, that's the way to do it. Dann wäre, und wenn das chronisch geschieht und wenn es ohne Gewahrsein der Person, dass sich da Dinge zusammenmischen, die nicht zusammengehören, geschieht, dann spricht man von Kontamination. Und diese Trübung, die kann auch durchaus in Einsprengseln stattfinden. Ich habe vorher mal dieses Beispiel gemacht mit diesem Tippen. Das können Gesten sein, das können verirrte Emotionen sein, das können Denkmuster oder Haltungsmuster sein, die in eine andere Welt gehören, die plötzlich hier eine Rolle spielen und mitsteuern oder das Klima mitbestimmen, die aber eigentlich raussortiert und auf eine andere Bühne zugeordnet gehören. Also das ist die Trübung. Und wenn man Trübung korrigieren will, ist das Richtige die Enttrübung. Normalerweise, und da unterscheidet man jetzt psychotherapeutisch zwischen dem, was man über Vernunft, Aufmerksamkeit, Klärung machen kann und dem, was man nicht kann, ohne unbewusstes Material zu generieren. Die Enttrübung ist normalerweise das Verfahren, dass man dem anderen sagt, du, da erlebe ich was in deinen Körperreaktionen auf mein Angebot, was ich nicht verstehe. Und ich habe das Gefühl, es gehört auch nicht zu dem, was wir beide eigentlich miteinander besprechen. Oder ich merke in mir, dass da eine Wut in mir aufkocht, aber wenn ich mir überlege, was wir eigentlich am Verhandeln sind, dieses Gefühl gehört hier nicht rein. Ich erlebe es als Ich-Dyston. Und ich erlebe, dass unwillkürlich dieser Teil in mir mit Energie besetzt wird und es gelingt mir nicht, dem die Energie zu entziehen. Aber zumindest können wir im geeigneten Rahmen mal darüber sprechen, was es eigentlich ist, können es vielleicht zuordnen, wo es hingehört
und schon allein auf diese Weise mir möglich machen, das zu identifizieren, auch zu sehen, vielleicht wodurch es ausgelöst wird, dass die unwillkürliche Aktivierung gemindert wird, weil ich selber merke, jetzt wird es aktiviert, dann kann ich es schon stoppen. Oder ich kann sehen, aha, da gehört es hin, heute ist die Situation anders, mein Vater und sein Bruder ist eine andere Nummer als ich und der, die gerade Geschäftsverhandlungen führen, sind zwei getrennte Bühnen. Das kann dann wirklich auch helfen zu enttrüben und dann die aktuelle Bezogenheit zu reinigen. Das ist so eine Grundidee von Reinigung. Das ist die Trübung und Enttrübung. Und das andere ist die Verwirrung. Und ich habe nirgends eigentlich eine richtige Definition gefunden, was eine Verwirrung ist. Es ist also ein Durcheinander in einem State of Mind. Was ganz gut definiert ist, nämlich die Entwirrung, insofern kann man es rückwirkend definiert sehen, ist nämlich ein Paket therapeutischer Maßnahmen zur Korrektur verwirrender oder belastender kindlicher Erfahrungen. Also von daher kommt jetzt die ganze psychotherapeutische Welt da rein, die sagt, es kann jemand nur deswegen konfus sein, weil er in seiner Kindheit eine belastende Erfahrung gemacht hat, die ihm keinen konsistenten, emotional gut bewältigbaren Wirklichkeitsbezug an der Stelle möglich gemacht hat. Er wird dann ganz wirr, bis hin, wenn die Steuerung durch das Erwachsenen-Ich dann zu viel Energie entzogen gekriegt, dann ein psychotischer Zustand auftreten kann und aus dieser Wirrnis heraus dann jemand versucht, sich zu steuern. Das ist die Entwirrung. Also man geht jetzt im Unterschied zur Enttrübung normalerweise davon aus, wenn also jetzt ein verwirrter Ich-Zustand das gegenwärtige Funktionieren beeinträchtigt, dann ist es meist nicht ausreichend, einfach nur zu enttrüben. Sondern da muss man meist gucken, was macht den Menschen so verwirrt. Und an der Stelle haben die Psychotherapeuten normalerweise es indiziert gesehen, dass man dann regressiv-therapeutische Arbeit macht, herausfindet, was war damals, versucht, eine korrigierende Erfahrung zu vermitteln, sodass sich das sortiert und die Quelle dieser Konfusion und dieser Trübung auf diese Weise beseitigt wird. Und man stellt sich dadurch eine Reinigung des Erwachsenen-Ichs vor. Da, ihr merkt jetzt so, diese Sprache führt einen jetzt immer mehr in diese psychoanalytische Denkweise, die ja ihren Nutzen hat. Bezogen auf die Ich-Zustände gibt es auch noch eine Beschreibung von Ausschluss und Fixierung. Das heißt, Menschen, die einfach ihre, wenn man in funktionalen Modellen denkt, die eigentlich ihre Wertorientierung sozusagen aus dem Repertoire dessen, was sie integrieren in ihren Bezugsrahmen, ausklammern. Das wird dann meist so gemalt, dass dann Balken gegen Erwachsenen-Ich und Kind-Ich sind normal und da gibt es einen Balken zum Eltern-Ich, jetzt als dem Fall Eltern-Ich als ethische Orientierung. Und das kann sein, dass solche Leute dann zwar von Werten reden, die werden, das Wichtige daran ist, dass die Werte keinerlei Steuerungscharakter haben. Die werden nur benutzt, um manipulativ mit der Situation umzugehen. Und das wäre jetzt ein Ausschluss des Eltern-Ichs. Umgekehrt kann man sagen, es gibt Leute, die verfangen sich in bestimmten Zeiten ihrer selbst. Also die sind einfach immer Clown. Also die sind fixiert in einem Kind, in einem lustigen Klassenclown, Kind-Ich. Oder sie sind fixiert in prophetischer Einpeitsch-Gestus. Also jede Art eigentlich von sehr stereotyper, einseitiger Persönlichkeit, meist unter Ausschluss des ganzen Spektrums, was zusammengehört, um ein Mensch zu sein, ist dann die Störung. Und das kann man dann eben über Ausschluss und Fixierung konzipieren. Ganz klar die daraus sich ergebende Gegenbewegung, nämlich einschließen, also wieder verfügbar machen und auch Beweglichkeit herstellen. Und das ist ja ganz klar, dass das, wir können uns alle vorstellen, dass das zu einer reifen, erwachsenen Persönlichkeit gehört, sich auf eine Vielfalt beziehen zu können und darin relativ angemessen flexibel zu sein. Dazu braucht man dann wieder einen Bezugsrahmen, da kommen wir gleich nochmal drauf,
Integration und Integrität. Racket kommt dann später erst. Ich habe schon mal gesagt, Racket ist so ein Containerbegriff. Einer der Definitionen von Racket ist feste, sehr abgegrenzte Gewohnheit. Also wenn jemand immer sagt, ich habe es ja schon immer gesagt, es ist nicht so, wie es früher war und täten die Jungen mehr schaffen und weniger rauchen, dann wäre es besser in der Welt. Und wenn das wieder und wieder kommt, dann ist das ein Racket im Sinne von einer stereotypen Verhaltensweise. Gut. Also ihr merkt schon, wenn man, sagen wir mal, das hat pragmatisch einen gewissen Nutzen, wenn man es versucht generell zu beschreiben, ist es eigentlich grenzt schnell an eine Selbstverständlichkeit, die jeder kennt, der sich mit Wirklichkeit befasst. Das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen erläutert. Wenn jemand Aktivierungsprobleme hat, also wenn jemand schlecht gelingt, zu aktivieren, dass er klar denkt, oder schlecht gelingt zu aktivieren, dass er mitschwingen kann, wenn emotionale Dinge im Raum sind, dann ist es wichtig, dass er lernt, das zu aktivieren. Können wir jetzt nicht besprechen, wie man das alles lernen kann. Dazu gehört auch Rigidität und Labilität. Also es gibt ja Leute, die erzählen ein bisschen einen Witz und das wäre nach 5 Minuten zu Ende, aber nach 15 Minuten fällt dir noch einer ein. Also da fehlt dann die Labilität, die Beweglichkeit, die Dinge, mit den Dingen auch so umzuschwingen. Oder es ist jetzt Zeit, auch mal einen Witz zu machen. Dann kann er nicht aufhören zu sagen, wie war das noch mit der Definition und der Definition und der Definition. Der ist dann so ein bisschen wie ein Tanker. Der braucht 3 Kilometer, bis der die Kurve kriegt. Gut. Also, ich finde vieles daran wichtig und bedenkenswert, aber mehr so als Grundbausteine, um zu überlegen, ja, wie kann man daraus situativ eigentlich gute Beschreibungen machen, die auch einen pragmatischen Wert haben. Diese Etikettierung so allgemein, wie ich sie kennengelernt habe, sind in bestimmten Kontexten manchmal sinnvoll. So, soweit jetzt das klassische Ich-Zustandsmodell, also Person, als ein System von Teilpersönlichkeiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mir fehlt da der Wirklichkeitsbezug. Und ich habe dann das erweitert, die Person als Rollenbündel. Das ist das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Also die operationale Einheit eines Menschen, der sich im Gesellschaftsleben bewegt, ist die Rolle. Und wir arbeiten ja sehr viel mit der Theatermetapher. Im Augenblick, wo man von Rolle spricht, ergibt sich von selbst die Frage, in welchem Stück wird gespielt, wer spielt mit, auf welchen Bühnen findet es statt, woher kommt das Drehbuch, wer führt Regie und, und. Es entsteht sofort eine Metaphernwelt, die die subjektive Geschichtsentwicklung und subjektive Befindlichkeit und die privat-persönliche Bezogenheit sofort in einen gesellschaftlichen Kontext stellt. Und das ist die Erweiterung, die durch das Rollenmodell der Persönlichkeit da reinkommt. Ich habe aber sehr viele Dinge, die wir jetzt über Ich-Zustände gehört haben, kann man genauso mit dem Rollenmodell machen. Dafür werde ich jetzt ein paar Beispiele geben. Analog, und ich habe, um es eben anschlussfähig zu halten an die Arbeitsfiguren der Transaktionsanalyse jetzt nicht versuchen, ein ganz anderes System zu machen, sondern es lediglich auszubauen. Danach ist die Rolle ein kohärentes System von Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen, das hatten wir schon bei den Ich-Zuständen, und habe hinzugefügt Wirklichkeitsvorstellungen und die dazugehörigen Beziehungen und habe damit das aufgebohrt Richtung, in welcher Wirklichkeit findet es eigentlich statt und wer sonst noch in der Welt ist an dem Ganzen beteiligt und habe von daher schon in der Grunddefinition den Menschen als den Menschen in seinen Rollen auf den Bühnen dieser Welt konzipiert und nicht als einen Menschen in Zuständen und dann müssen wir auch noch gucken, was er macht.
Die meisten werden dieses Schaubild ja kennen. Links habe ich aus pragmatischen Gründen drei Welten unterschieden, man könnte aber auch vier, wie es der Günter Mohr tut. Der hat dann die Privatwelt noch in eine gesellschaftliche Welt und Privatwelt unterschieden, was wichtig ist, wenn diese Unterscheidung einen Unterschied macht. Ich habe es damals bei den dreien gelassen. Wichtig war mir dabei, da will ich das jetzt ja nicht groß ausführen, lediglich die Unterscheidung zwischen Organisation und Professionswelt. Das hatte damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass viele Menschen ihre Professionalität eigentlich voll identifizieren mit ihren Funktionen in der aktuellen Organisation, in der sie tätig sind, und mit den Kulturgewohnheiten dort. Die haben sehr viele von denen kein professionelles Selbstverständnis gehabt, das separat ist von der Organisation, in der sie tätig sind. Also sie waren Siemensianer und nicht Ingenieur, der derzeit bei Siemens arbeitet. Und ich finde es einfach wichtig, ob man eine eigene Identität in einer Profession hat und sich von daher auch einer professionellen Gemeinschaft zugehörig fühlt, aus der man sich immer seine Identität nähert und bestätigt und auch die Entwicklung in diesem Professionszweig mitmacht, damit man aus dieser Professionsperspektive einen kritischen, konstruktiven Beitrag zur Organisation leisten kann und auch zu der Rolle, die man im Moment, der Funktion, die man im Unternehmen einnimmt, auch eine kritische Distanz zu der einnehmen kann. Und auch für die Supervision ist es wichtig. Wenn ich jemand als Führungskraft supervidiere, supervidiere ich ihn generell in seiner Kompetenz und seiner Profession als Manager. Das Beispiel ist jetzt gerade von Siemens, aber es ist nicht wichtig, mit Siemens dabei umzugehen, sondern wie kann er sich in seinem Selbstverständnis und seiner Kompetenz als Manager entwickeln. Und da entstehen andere Folgefragen und wir müssen ja immer eine halbe Stunde Supervision auswählen, was dann Thema sein kann, als wenn ich sage, er kommt im Moment, weil er ist an für sich mit seinem Managertum und seiner Führungskraftdasein zufrieden, aber im Moment in dieser Fusionszeit, wo diese zwei Abteilungen zusammengelegt werden und wo die Delegationsverhältnisse geändert werden, kommt er nicht mehr zurecht. Die Probleme, die daraus entstehen, die haben etwas mit der Funktion zu tun und nicht mit der Profession. Da würde ein Kaufmann und ein Psychologe und ein Ingenieur ähnliche Probleme haben. Und das ist, von daher ist es wichtig, die Funktion in der Organisationswelt, wie die auszufüllen ist, anders zu betrachten, weil da ja die Logik der ganzen dahinterstehenden Organisation mit reinspielt, während im Verständnis der professionellen Rolle die Logik einer Professionswelt dahintersteht. Und die sollten sich konstruktiv kritisch begegnen, wäre ein prima Rezept für die Entwicklung von Organisationen, wenn das wirklich ein Forum für die konstruktiv-kritische Auseinandersetzung von Professionen, die ja immer Teilaspekte von Welten repräsentieren, sein könnte. Geschieht de facto ja auch irgendwie, programmatisch gibt es da noch nicht viel, weil die Sprachen, die Welten, die sind so spezifisch, dass die oft ja überhaupt gar nicht sich abstimmen können, weil sie miteinander in Fremdsprachen reden und das oft noch nicht mal richtig merken, weil sie ja denken, sie müssen ja miteinander sprechen können. Ja, und ein Stück Enttrübungsgedanke steckt darin, dass jemand ein professionelles Selbstverständnis entwickelt, das unabhängig von den Organisationsfunktionen, die er derzeit wahrnimmt, ist. Das schafft Freiheit. Und er kann sagen, ich bin zwar Psychologe, aber im Moment habe ich die Funktion des Sanierers und die meisten Haltungen und Vorgehensweisen, die ich in den meisten Rollen des psychologischen Felds aktivieren müsste, die passen im Moment nur sehr homöopathisch zu den Notwendigkeiten, die ich in meiner aktuellen Organisationsfunktion als Sanierer machen kann. Ich kann versuchen, das einzufärben und möglichst viel von den Tugenden meiner Professionswelt in die Funktion reinzunehmen, aber ich kann nicht einfach jetzt Psychologe spielen. Also das ist vielleicht dadurch deutlich, dass es eine kreative Spannung gibt, die eben sowohl die Fragen der Professionswelt und die Rollen in Frage stellt, als auch die Organisationsrollen und damit die Auseinandersetzung mit der Organisationsstruktur und der Organisationskultur.
Ja, hier habe ich das, wie Byrne ja auch ganz ursprünglich mal ein Modell, zunächst einfach in einem Kreis reingetan, um zu signalisieren, ein Mensch muss eben die Rollen, die er in der Professionswelt spielt, die Rollen, die er in der Organisationswelt spielt, in der Privatwelt spielt, einerseits voneinander ganz gut trennen können, damit da nicht dauernd Verwirrungen und Trübungen stattfinden. Er muss sie aber trotzdem in einem Zeit und Raum, in einem Menschenleben unterbringen, deswegen in diesem Kreis. Und die freche Behauptung, der Mensch ist der Mensch in seinen Rollen auf den Bühnen dieser Welt oder er ist nicht. Das ist provokativ, das ist didaktisch, das sagt, das ist ein Gegendope gegen die Behauptung, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Sondern ich sage ja, de facto ist dein Leben das, was du verbringst in den Rollen, für die Zeit mit den Mitspielern auf den Bühnen und ein anderes Leben gibt es nicht. Du kannst hinterher in deiner Erzählung einen anderen Mythos über dich entwickeln, aber das Real Life, Real People, das findet eher so statt. Ja, und dann kann man, damit das wieder kommunikabel ist mit Pfeilen und so, kann man das natürlich in dieses Rollenleitermodell, so wie ich vorgeschlagen habe, ein offenes Funktionsleitermodell packen. Und damit dennoch die Frage des, wie hält man das alles zusammen, dass das jetzt nicht einfach additiver Baukasten ist, der Kreis wieder darum, den wir vorher auch schon haben. Tja, und jetzt kann man, ich will das nicht durchdeklinieren, aber jetzt kann man die Dinge, die wir vorher besprochen haben, alle mit Rollen auch machen. Also Beispiel Rollentrübung. Ich bin im Moment als Sanierer tätig und wenn ich jemandem sagen muss, dass er leider den Betrieb verlassen muss, was ja jetzt Maschinenbau oder so, wird es ja einiges dieser Art geben und ich merke, dass ich jedes Mal vor Mitleid Magenweh kriege, dann ist das menschlich anrührend, aber dann kommen Regungen aus anderen Bereichen mit rein. Nicht, dass ich sage, Mitleid an der Stelle ist schlecht, nur es, wenn es sich als Einsprengsel in meine Rolle hinein verirrt, dass ich eigentlich auch nichts anderes mache, mich nur schlecht dabei fühle, dann ist das eine Rollentrübung. Also wäre viel besser, ich würde sagen, okay, ich bin auch Psychologe, auch Seelsorge, ich möchte, dass wir den Prozess so gestalten, dass möglichst wenig Lateralschäden dabei entstehen und ich das zu Merkmalen meiner Organisationsrolle mache, dann ist es enttrübt, aber angereichert. Wenn ich mache, was alle machen, nur mehr Bauchweh als andere habe, dann ist das ein Trübungsphänomen, und macht mich auch nur krank. Beispiel dafür. Rollenverwirrung kann man sich auch vorstellen, nur in dem Fall nehmen wir mal an, dass es in seltensten Fällen aus der Kindheit kommt, sondern und da zeigt sich eben auch die Akzentuierung, die das Rollenmodell bringt. Es hebt die Dinge weg von der Kindheits- und Motivationsorientierung hin zu Fragen der Bildung und der Gesellschaftsorientierung. Also die Rollen sind in sich inkonsistent organisiert. Es hat, wenn jemand Berater macht, er hat einfach gar kein kohärentes System, was ein Berater tut, dass es eine Verabredung geben soll, eine Rollenklärung, Geschäftsvertrag, wofür er eigentlich verantwortlich ist. Diese Dinge sind konfus oder etwas verwirrt oder die zurzeit haben wir viel Konfusion, was ein bisschen markiert wird durch die Führungskraft als Coach. Na, das ist eine professionelle Verwirrung im Feld. Also wenn damit gemeint ist, eine Führungskraft, die einen menschennahen Stil hat, finde ich das prima. Nur ich würde es da nicht Coach nennen, sondern es ist halt ein guter Führungsstil. Coach ist für mich eine Beratung.